Hi, willkommen zurück bei Compact Physics. Alex hier, heute live von der Skipiste aus dem Skiurlaub mit dem Thema technische Schneegewinnung oder wie funktionieren Schneekanonen? Und um dieser Frage auf die Gründe zu gehen, fahren wir heute mit einer der modernsten Großraumseilbahnen Österreichs auf den Gipfel. In den meisten Skigebieten werden zwei Arten von technischer Schneegewinnung eingesetzt. Einerseits die Schneelanzen und größtenteils die Propellerkanonen. Und wir werden jetzt beide besichtigen. Gut, hier haben wir ein schönes Beispiel einer Propellerkanone. Wie wir hier sehr schön sehen können, ist das zentrale Bauelement der Propellerkanone der Propeller selbst. Und um diesen Propeller, um diesen Wirbelkern, ist der Düsenkranz befestigt und dieser Düsenkranz besteht wieder aus mehreren, in diesem Fall vier Subdüsen, die einen sehr hohen Druck auf das Wasser selbst ausüben. Die Funktionsweise so einer Propellerkanone ist einfach erklärt. Es wird durch eine Düse ein Wasser-Luft-Gemisch katapultiert mit einem sehr hohen Druck. Dieser Druck setzt die Gefriertemperatur hinunter. Ein Großteil des Wassers selbst, was in die kalte und sehr trockene Luft katapultiert wird, das verdunstet. Entscheidend ist die Luftfeuchtigkeit selbst. Wenn die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist, kann ein Großteil des in die Luft katapultierten Wassers verdunsten. Durch diesen Verdunstungsprozess selbst wird jetzt ein Großteil des Wassertropfens selbst in einen anderen Aggregatzustand versetzt und durch die Aggregatzustandänderung wird die Luft um den Verdunstungsprozess erkältet. Und durch diese Erkältung ist der Resttropfen sofort gefroren. Und dieser Resttropfen ähnelt dem kristallisierten Schnee, der von oben kommt, natürlich sehr stark. Und das ist auch die Grundbasis einer jeden Schneekanone selbst. Also entscheidend sind die Faktoren Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur für die technische Schneegewinnung. Aber das schauen wir uns bei der nächsten Kanone an. Je geringer die relative Luftfeuchtigkeit um die Kanone selbst ist, desto besser funktioniert der Beschneiungsprozess und desto geringer muss die Außentemperatur sein. Also bei ca. 30% Luftfeuchtigkeit kann man schon bei plus 1 Grad Celsius Schnee gewinnen. Wobei bis zu 80% Luftfeuchtigkeit dieses System funktioniert, aber 80% funktioniert es nicht mehr. Das heißt, wir bräuchten dann bei 70% ca. eine Temperatur von minus 3 bis minus 4 Grad Celsius. Diese Propellerkanone unterscheidet sich von den mobilen Propellerkanonen nur dadurch, dass sie einen fixen Standort haben. Und dieser fixe Standort ist dadurch ausgezeichnet, dass dieser fixe Standort eine Direktverbindung, eine Direktröhre zum Speichersee selbst hat. In den meisten Fällen liegt der Speichersee für die Schneekanonen sehr weit oben am Berg und kann somit durch reine Rohrverbindungen zur Kanone selbst geführt werden, ohne dass extra Energie verbraucht wird. Um die Beschneiung effektiv zu gestalten, wird probiert, bei sehr kalten Bedingungen zu schneien. Dies kann aber nicht immer erfüllt werden. Somit muss manchmal ein Bakterium eingesetzt werden, um die Nukleationstemperatur herabzusetzen. Dieses Bakterium eignet sich perfekt, um einen Nukleationskern selbst zu produzieren. Ihr seht es jetzt in der Einblendung. Es kommt natürlich in Pflanzen vor, kann aber ohne Abtötung selbst Baumkrebs und viele andere Flechtenarten verursachen. Somit sind Kritiker dagegen. In Österreich ist es zwar erlaubt, in Deutschland und vor allem Bayern ist es verboten deswegen. Falls wir auf Kunstschnee fahren in Österreich, ist es wahrscheinlich, dass wir auf einem Bakterienteppich fahren. Dieser ist aber ungefährlich. Warum wird eigentlich dieses Beschneiungssystem nicht ganzflächig eingesetzt? Das Problem der Propellerkanone selbst ist, dass sie manchmal dem Wasser zu wenig Gefrierzeit lässt, der Nukleationskern noch nicht vollkommen gefroren ist und das halbgefrorene Wasser auf die Piste aufkommt und eine Eisplatte verursacht, die beim Skifahren natürlich sehr gefährlich werden kann. Somit werden Schneelanzen entwickelt, die bis zu einer Höhe von 12 Meter erreichen können und somit dem Wasser genug Zeit geben, ihren Gefrierpunkt selbst zu erreichen und als kompakter Schneekristall auf die Piste selbst zu fallen. Und hier haben wir jetzt die Schneelanze selbst. Die signifikante Veränderung ist eine sehr, sehr dünne Düse mit vielen Subdüsen. Und ein weiterer Vorteil dieser Lanzen ist, dass man sie mitten in die Skipiste setzen kann und sie fallen optisch kaum auf und stören auch den Skibetrieb wenig. Danke für das große Interesse an meinem Video.
Falls ihr Interesse an anderen physikalischen Themen habt, wie theoretische Herleitungen oder praktische Anwendung der Physik, schaut auf meinen Channel vorbei. Der Link ist oben eingeblendet oder unten in den Descriptions. Es gibt einen Blog zum Channel. Da werden Zusatzinformationen und alle anderen möglichen super Sachen gepostet und der ist immer aktuell. Hier könnt ihr Fragen stellen, gebt mir Feedback, Anregungen, Kritik oder Themen für neue Videos. Wie immer, stay in contact.